Hallo YouTube und herzlich willkommen hier bei Modbox. Ich bin's der gute Pamu und wir schauen uns heute ein Krone Easy Cat Pack an. Das heißt, wir haben ein Frontmähwerk und ein Butterfly Mähwerk dahinter. Einmal, wie man schon mal hier sieht, ist das doch schon recht groß gestaltet. Wir schauen uns das Ganze aber einmal in unserem Kaufmenü einmal an. In die Rubrik bei den Geräten. Unter der Mähtechnik, da hätten wir dann, wer es kennt, hinten eben halt einmal unser Frontmähwerk mit 3,6 Meter und mit 10,1 Meter unser Butterfly-Mähwerk. Da hätten wir einmal das EasyCut F360CV und das EasyCut B1000CV Collect. Bei dem Frontmähwerk, können wir jetzt eine Variante auswählen, einmal mit Schwartblechen, also sprich einmal ohne Schwartbleche und einmal mit Schwartblechen. Können wir das einmal auswählen. Kostenpunkt wären dann 200 Euro mehr. Sonst können wir da aktuell erstmal nichts wählen. Dann hätten wir dann das Butterfly-Mähwerk mit den 10,1 Metern. Ja, wir brauchen dafür einmal 200 PS für das Butterfly. Für das Frontmähwerk brauchen wir dann zusätzlich nochmal 90 PS. Ja, und hieran können wir erstmal nichts verändern. Wie man sieht, Gewicht haben wir 3,9 Tonnen. Bei dem Frontmähwerk sind es 1,4 Tonnen. Ja, sonst können wir daran erstmal nichts machen. So, und wie man sieht, ich habe jetzt hier ein 936er gewählt. Ihr könnt natürlich wählen, was ihr möchtet, mit ausreichend PS. Und ja, wie man sieht, haben wir hier jetzt das Frontmähwerk eben halt mit diesen Schwartblechen dran. Und ja, also ich muss schon sagen, das sieht doch recht gut aus. Zapfwelle passt, Oberlenker passt, Unterlenker passen. Die Anschlüsse passt auch. Ja, sieht doch recht gut aus. Und da hätten wir noch das Butterfly-Mähwerk. Auch hier können wir eben halt dann detaillierte Aufkleber sehen. Die Anschlüsse passen. Oberlenker, Unterlenker, Zapfwelle, die Hydraulikschläuche. Ja. Was wir hierbei aber jetzt noch machen können, ist eben halt bei diesem Butterfly-Mähwerk. Wir können eben auch unterschiedliche Varianten wählen, wie wir eben halt dann die Ablage machen möchten. Dies werde ich euch jetzt einmal kurz zeigen. Dazu gehen wir einmal rein. Ja. Und wie man auch sieht, hier die Animation für eben halt das Anheben ist, sieht auf jeden Fall sehr gut aus, muss man ja sagen. Und auch das Absetzen. So. Jetzt machen wir einmal, fahren wir mal kurz einmal hier rein, um euch das erstmal zu zeigen. Wir haben hier jetzt einmal auch die Breitablage. So, dann können wir aber auch im wirklich fahrenden Betrieb können wir dann einmal umstellen auf eben halt Schwartablage. Wie man sieht, wir machen uns hier auch eine schöne Schwart hin. So, des Weiteren können wir zum Beispiel jetzt wählen eine einseitige Ablage. Sprich, dass wir dann die eine Seite mit auf die Schwart legen, die andere als Breitablage machen. Und das spiele ich natürlich auch andersherum. Dass wir eben halt dann einseitig jetzt hier die Schwart machen und eben halt dann die andere Seite Breitablage. Oder wir machen eben halt dann alles wieder, wie es gehabt war, als Breitablage. Ja, mehr gibt es dazu aktuell jetzt erstmal nicht zu sagen, außer eben halt, wie gesagt, wir brauchen, um eben halt das alles zu bewerkstelligen, circa 290 PS. Ja, sieht soweit schon mal ganz gut aus. Wir schauen uns auch mal kurz die Lok an diesbezüglich. Und die Lok, scheint fehlerfrei zu sein. Das sind jetzt eben halt dann diese Settings, dass eben halt dann die Ablagen unterschiedlich angesteuert werden, aber keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe das Ganze jetzt im Singleplayer getestet.
Wie sich es jetzt auf dem DD-Server verhält, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Diesen Mod könnt ihr euch runterladen. Bei ModHub gibt es aktuell für PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One und Xbox S. Wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.